Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentle Nerds, hier zum Review von diesem Bresser T-Rex zum Quadrat, nenne ich ihn jetzt einfach mal. T-Rex 2, T-Rex hoch 2, wie auch immer man das nennen mag. Das ist ein 3D-Drucker, wie gesagt, aus dem Hause Bresser. Und ja, ihr wisst Bescheid, Dauerwerbesendung steht da unten, wie immer. Ich habe das Ding hier halt eben kostenfrei von der Firma Bresser zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde aber trotzdem hier frei meine Meinung sagen. Hier wird nichts irgendwie bezahlt, dass ich sage, boah, das Ding ist total geil oder sonst was. Sondern ich werde hier frei meine Meinung äußern, wie bei jedem anderen Video auf meinem Kanal auch. Aber Medienanstalt, ihr wisst Bescheid, das ist muss dort quasi stehen, weil ich das Gerät so zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wir wollen mal gucken, was das Ding hier auf dem Kasten hat. Dafür packen wir es erstmal aus und gucken, was so im Lieferumfang enthalten ist. Ich bin schon echt mega gespannt, weil das ist tatsächlich der erste 3D-Drucker, den ich teste mit so Dual-Dings. Also der quasi zwei verschiedene Extruder hat. Also der hat zwei Extruder und zwei verschiedene, man kann quasi mit zwei verschiedenen Filamenten arbeiten. Da kann man dann zum Beispiel solche Späßchen machen wie Wasser, also Filament, was sich im Wasser auflöst, was man dann zum Beispiel als Supportstruktur druckt oder so. Vielleicht werde ich mir da auch mal so Filament besorgen. Ja, und verschiedene andere Sachen. Also es ist auf jeden Fall cool, zweifarbig drucken und so weiter und so fort. Ich denke mal, die Vorteile sollten einem klar sein. Ich kann ja nochmal trotzdem jetzt schon mal, bevor wir es ganz auspacken, hier auf die weiteren technischen Details eingehen. Wir haben einen 3D-Drucker hier mit WLAN am Start. Eine Baugröße von 200 x 148 x 150 mm. Das Ganze, ja, wie gesagt, funktioniert hier mit PLA, mit Perl PLA, mit PVA, mit ABS, mit ABS Pro und mit HIPS, was auch immer das ist, keine Ahnung. Die Nozzle lässt sich hier bis auf 240 Grad hochheizen. Extruder, perfekte Oberflächenqualität, sie können bis auf 240 Grad aufheizen. Schauen wir einfach mal, was hier weiterhin mit drin ist. WLAN ist wohl auch mit dabei, das interessiert mich auf jeden Fall auch schon mal sehr, weil das ist dann viel, viel, viel einfacher. Da muss man nicht immer mit SD-Karten rumhantieren. Das ist natürlich cool, wenn man es im WLAN drin hat. Dann kann man es nämlich direkt von der Software aus hinschicken, also seine 3D-Drucke. Jawohl. Hier haben wir auf jeden Fall PLA Black, schwarzes Filament, und da unten haben wir PLA White, weißes Filament. Ist auf jeden Fall schon mal gut, zwei verschiedene Farben zu haben. Also ganz ohne Bauen funktioniert es hier doch nicht, aber ist auch wahrscheinlich nicht weiter tragisch. Hier haben wir auf jeden Fall eine 16 GB SD-Karte mit am Start und ein bisschen Beschreibungsmaterial. Und wir haben hier noch eine zweite Druckbase, das finde ich gut, also das ist unsere Druckplattform. Special Sheet for Build Plate Leveling. Okay, das ist cool, hier ist ein... Hier ist ein extra Dings dabei, um zum Leveln. Finde ich gut. Ist auf jeden Fall so dann was Genormtes, was Standardisiertes. T-Rex Drucker und T-Rex Printer. Also nehmen wir T-Rex Drucker. Dann haben wir direkt alles auf Deutsch. Innen drin sind wohl noch so... Da brauche ich dann hier so ein Zänkchen für. Ist wahrscheinlich auch hier so, hier so ein kleines Zänkchen schon mit dabei. Nee, hier ist leider keine Filamentzange mit dabei, oder? Tatsächlich nicht. Hier ist, also hier ist zwar ein Spachtel mit dabei, den man meiner Meinung nach eigentlich nicht unbedingt benötigt für so einen 3D-Druck, aber hier ist keine Filamentzange mit dabei. Also, liebes Bresser-Team, falls ihr das Video seht, da würde ich mir für die Zukunft etwas Besserung wünschen, weil so eine Filamentzange ist meiner Meinung nach wichtiger auf jeden Fall als so eine Spachtel. Weil eine Spachtel, klar, braucht man auch mal so ein bisschen, um drunter zu kommen, aber in der Regel, wenn die Drucke kalt sind, lösen die sich bei fast jeder Plattform eigentlich von alleine. Nur so Filamentzangen, also gerade wenn das halt eben jemand sich als erstes so einen 3D-Drucker holt, ich meine mit 798, also sagen wir knapp 800 Euro kostet das Ding, da ist es ja auf jeden Fall schon, wäre es ganz gut, wenn da so eine kleine Filamentzange auch noch mit am Start wäre. Ja, ist wie gesagt nur ein kleiner Verbesserungsvorschlag, was jetzt nicht unbedingt, ne, ist einfach nur so als Ergänzung. Hier haben wir Kabelbinder, ein Kabelbinder, den machen wir mal hier weg. Extruderhalterung, ach so, die sitzen schon hier, perfekt.
Okay, Extruderhalterungen sitzen schon da. Deswegen haben wir hier dann das und das hier zum Festschrauben. Okay, okay, ich verstehe. Okay, also der Lüfter muss hier wohl nach vorne zeigen. Vielleicht kann ich ja alleine daran schon sozusagen erkennen. Ah, okay, okay. Die müssen wahrscheinlich dann beide außen sein. Ja, okay, okay. Das hier ist der linke Extruder. Das muss hier hinkommen. Und das ist der rechte. Also hier von mir aus jedenfalls so. Der eine dahin, der andere dahin. So macht das Sinn. Wichtig ist auch, dass ihr vor Inbetriebnahme hier diese ganzen gelb-orangenen Teile da rausholt, weil die halten nämlich überall die Riemchen hier fest und das ist nicht Sinn der Übung. Diese kleinen Aluminiumbleche, die hier mit dabei sind, kommen übrigens hier hinten links und hier hinten rechts dran. Wenn man genau da sieht, sind hinter diesen Stepper-Motoren, beziehungsweise hier ist es dahinter, hier ist es davor. Ich habe mir dieses Langloch, da passt genau eine Schraube oben und eine Schraube unten hin. Kann man prinzipiell eigentlich nichts verkehrt machen. So, perfekt, die haben wir jetzt links und rechts dran gemacht. Ihr müsst die dann immer so ein bisschen nach oben biegen. Also ihr merkt das schon, wenn das dann sozusagen dann dagegen kommt. Das kann man quasi gar nicht falsch montieren. Ihr müsst die dann immer so ein bisschen mehr nach oben biegen, dass wenn ihr die Extruder nach links und rechts schiebt, dass die sozusagen dann ja auf diese Aluminiumdinger aufhoppen sozusagen und dass die Düse, dass die Nozzle dann genau drauf sitzt. Ne, das kann man prinzipiell eigentlich nicht falsch machen. Ist hier auch genauso beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Düse die feuchtigkeitsabweisende Platte während der Installation richtig berührt. Der Abstand zwischen der Düse und der Platte kann manuell eingestellt werden. Nach dem Druck können Kratzer auf der Plattenoberfläche sichtbar sein. Dies ist kein Fehler, sondern normal. Also es ist hier sogar extra nochmal beschrieben. Da macht man im Grunde genommen nichts falsch. Machen wir mal an. So. Klack. Oh. Das klingt ja cool. Und hier Presser und Beleuchtung und so. Och Mensch, sieht auch echt top aus hier, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Print, Heating. Tippen Sie auf Werkzeug und Filament. Tools. Filament. Load. Der heizt jetzt hier auf 230 Grad hoch. Oh, jetzt macht er richtig laut. Ist auf 230 Grad ist er jetzt. Loading begins, push filament vertical into extruder and press done. Okay, jetzt kommt's hier durch. Wir sehen es schon. Wir lassen es noch mal ein bisschen durchlaufen. Ich nehme hier mal ein bisschen was weg. Oh, das kommt ganz schön heiß daraus. Yep, done. Und dasselbe machen wir jetzt hier mit dem rechten auch. Load. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal leveln. Und dafür gehen wir einmal hier auf Zurück und sagen, tippen Sie auf Tools und dann auf Level. Zack. Der homt das Ganze jetzt hier einmal. Jetzt wissen wir auch, wofür das Metallding hier da ist. Dass nämlich die überschüssigen Filamentreste hier nämlich abgemacht werden einmal. Dafür sind diese Metallteile da. Finde ich eigentlich ist eine gute Idee. Jetzt sollen wir das quasi hier so einstellen, dass da jetzt halt eben... Ah, okay. Der levelt die sozusagen beide einzeln, sozusagen. Nachdem die X-Achse dann kalibriert ist, machen wir das Ganze jetzt noch mit der Y-Achse. Ihr müsst quasi einfach gucken, der macht quasi Filament von oben, Filament von unten mit jeweils beiden Extrudern. Und die Linien, die müssen genau übereinander gehen. Ne? Und quasi immer links, rechts sozusagen so lange drücken, man kann immer wieder neu testen, verify. Und dann, wenn das genau übereinander sitzt, dann auf OK klicken. Dann habt ihr die X-Achse einmal fertig. Und jetzt macht er das Ganze nochmal für die Y-Achse. Das heißt, das muss jetzt so dann übereinander liegen. Schauen wir jetzt, ob wir das auch auf Anhieb hinbekommen. Calibration complete. Gut, dann können wir jetzt hier einmal zurückgehen. Factory Reset Language. Können wir Language auch auf Deutsch stellen. Perfekt, geht hier auch auf Deutsch. Kalibrierung Expertenmodus gehen wir jetzt einfach mal hier zurück. So, aber bevor wir jetzt gucken, wie wir mit dem 3D-Drucker drucken können, schauen wir uns erstmal an, wie das denn funktioniert mit dem zweifarbigen Druck. Weil wir haben ja hier zwei Filamente, in dem Fall jetzt bei uns schwarz und weiß. Und wir können jetzt hier quasi zweifarbig drucken und uns quasi aussuchen, was mit welcher Farbe gedruckt werden soll. Und wie genau wir das machen, das gucken wir uns jetzt mal hier etwas genauer an.
Weil da habe ich nämlich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Auf der SD-Karte, die da drauf ist, die könnt ihr einfach in euren Rechner reinschieben. Da habt ihr quasi die ganze entsprechende Software drauf. Hier ist nämlich dann der Slicer Rexprint drauf. Und da kann man das Ganze quasi schon komplett mit einrichten. Hier kann man auch bei den Druckern dann später dann ja, hier den T-Rex 2 einfach auswählen. Also den 3D-Drucker, den wir jetzt hier quasi haben. Und genau, das könnt ihr wie gesagt hier einfach auswählen. Und jetzt lade ich mir hier einfach mal eine Beispieldatei rein. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Beispiele und ich nehme jetzt mal hier die Snake. Dann drehe ich mir die hier mal ganz kurz ein bisschen. Ne, zack. Und wenn ich mir das dann hier so gedreht habe, kann ich nämlich jetzt hier zum Beispiel mit Schneiden dann einfach hergehen. Und warte, nochmal drauf, damit ich mir das Werkzeug groß machen kann. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel einen Schnitt setzen. Kann ich jetzt hier sagen, Modellposition behalten. Das ist ganz wichtig, weil das ansonsten so auseinandergezogen wird. Jetzt mache ich hier einfach nochmal Start. So, jetzt haben wir da quasi einen Schnitt gemacht. Jetzt könnte ich, keine Ahnung, machen wir jetzt, gehen wir nochmal hier drauf. So, gehen wir da nochmal drauf. Und dann mache ich, keine Ahnung, hier nochmal einen Schnitt zum Beispiel. Schneiden. Wähle ich mir das nochmal aus und dann mache ich jetzt hier einfach nochmal einen Schnitt. Ist jetzt nicht so, also ich mache das jetzt nicht so perfekt. Es geht mir nur mal als Beispiel. Jetzt mache ich hier nochmal einen Schnitt. Start schneiden. Ne? Und es gibt natürlich auch noch hier nicht mit Maus ziehen. Du kannst auch noch Ebene X, Ebene Y, Ebene Z. Also man kann das quasi verschieden auswählen. Dann wird das dann quasi so hier gemacht. Ne? So hätte ich das jetzt theoretisch cleaner machen können als mit dem Maus ziehen. Aber dass ihr das so mal seht. So, und jetzt kann ich hier eben verschiedene Teile auswählen. Ich habe das hier geschnitten. Ich meine, wenn ich da jetzt mal etwas näher dran gehe, kann man jetzt quasi sehen, wie immer das weiß ausgewählt wird, worauf ich quasi, also was ich gerade ausgewählt habe. Und jetzt kann ich hier unten bei Extruder hingehen und dann seht ihr hier rechter Extruder verwenden, linker Extruder verwenden. Und jetzt wisst ihr natürlich, was ihr geladen habt, welche Farbe euer rechter Extruder hat, welche Farbe euer linker Extruder hat. Jetzt können wir hier zum Beispiel einfach mal hingehen, okay, sagen, okay, den Kopf, den drucken wir hier mit dem linken Extruder. Das hier drucken wir wieder mit dem rechten Extruder, das hier wieder mit dem linken, das hier wieder mit dem rechten und das letzte Teil auch wieder mit dem linken Extruder. So, und jetzt haben wir das quasi hier so dreigeteilt. Das ist jetzt natürlich ein ganz simples Beispiel, ne? Also gar nicht zu vergleichen mit den Beispielen an den Testdruckdateien, die wir schon auf der SD-Karte drauf haben. Die sind natürlich viel komplexer, werdet ihr gleich noch im Zeitraffer sehen. Es gibt natürlich aber auch dann die Möglichkeit vom vornherein, wenn ihr eure 3D-Modelle baut, ja, da von vornherein im Grunde genommen schon ein bisschen darauf einzugehen, wie das quasi gedruckt werden soll. Zum Beispiel habe ich hier, das habe ich gedruckt, übrigens nicht wundern, wenn ihr das gleich im Zeitraffer seht, da gab es ein bisschen Spaghetti-Monster. Ihr seht hier, man hat quasi hier das 3D-Modell, einmal dieses Case und das hier in der Mitte ist quasi grün. Ne? Und hier hinten haben wir dann auch ein grüne und eine von diesen grauen Säulen. Das ist im Grunde genommen, das druckt der mit, um sozusagen, dass er nicht immer das Druckobjekt direkt selbst anfahren muss, sondern erstmal diese Säulen, weil natürlich, wenn der jetzt mal den linken, mal den rechten Druckkopf verwendet, dann kann das natürlich sein, dass der irgendwie das dann so nochmal so ein Faden oder sowas ist. Ihr wisst ja, wenn der Druck startet, macht der meistens irgendwie so ein Raft oder ein Brim oder irgendwas nochmal drumrum oder an der Seite, um quasi genau diese Fäden abzumachen. Wenn das aber jetzt quasi on the go sozusagen mal die linke, mal die rechte gewechselt wird, kann es halt immer mal sein, dass noch ein bisschen Filament rauskommt. Und deswegen sind diese Tower hier sehr, sehr, sehr gut. Die kann man hier im Übrigen mit, zeige ich euch gleich nochmal, aber die könnt ihr hier oben auch über das Menü quasi hinzufügen. Ich glaube, unter Bearbeiten, weil das ist aber jetzt hier eine fertige G-Code-Datei, deswegen kann ich das hier nicht machen. Aber genau, da könnt ihr diese Tower auch noch einfügen, einen linken und einen rechten Tower. Und der macht die Größe hier, also die Höhe tatsächlich auch so automatisch, wie es passt. Nur das Problem bei meinem Druck war halt eben, dass hier hinten der rechte Tower, also hier der von dem schwarzen, dass der irgendwann, ja, ich habe halt vorne das offen gelassen, da kam halt ein Luftzug oder irgendwas rein und auf jeden Fall hat er dann keinen Halt mehr richtig gehabt. Und seitdem, ja, dann hat er quasi hier das Druckobjekt. Also er hat es noch fertig gedruckt, es sieht dadurch halt nur nicht mehr so schön clean aus. Aber ja, auch diese Erfahrung muss mal gemacht werden. Ich generell glaube ich auch, dass ich noch einiges perfektionieren kann bei meinem Umgang mit einem Dual-Extruder 3D-Drucker.
Und ich denke, dass ich da in den nächsten Monaten oder Jahren auf jeden Fall noch Dinge dazulernen werde. Aber ich fand es auf jeden Fall schon mal cool hier, wenn man das hier so im Aufbau im Grunde genommen sieht. Ne? Hier fängt er dann im Grunde genommen an, mit Weiß zu drucken. Also das, was man jetzt hier grün sieht, ist quasi meine weiße Farbe und das andere ist schwarze Farbe. So ist das hier vom Aufbau her, bis es dann fertig eben ist und oben quasi die letzte Schicht drauf gemacht wird. Übrigens, das funktioniert, hat super funktioniert, ohne irgendwie Stützstruktur innen rein zu machen. Ja, hat wirklich top funktioniert. Also oben seht ihr ja, da ist es zu, da ist ein Deckel dran, war gar kein Problem. Ich mache das, die Software jetzt nochmal ganz kurz so auf und lade mir jetzt hier nochmal eine Beispieldatei rein. Nehmen wir jetzt mal hier so eine 20 mm Box. Okay, das ist ein echt dummes Beispiel. Nehmen wir wieder unsere Schlange. Und jetzt kann ich hier im Grunde genommen durch Bearbeiten einen Whipping-Turm hinzufügen. Und das kann ich jetzt hier quasi auswählen. Der linke Turm, zack, also für das linke Filament und dann hier rechts nochmal, zack. Jetzt nimmt er irgendwie gelb und blau anstatt dieses grau und grün, was wir eben hatten. Aber theoretisch, ne? Einen links, einen rechts und dann, okay, jetzt hat er es wieder grün und grau gemacht. Okay. Auf jeden Fall, das ist dann im Grunde genommen um die zwei Filamente, also dass sie quasi immer, dass das als erstes angefahren wird und danach erst das eigentliche Druckobjekt. Und dann auf Drucken 147 Megabyte. Was ist das? Ah, wir haben jetzt hier verschiedene Sachen drauf. T-Rex Test Files. Mario Dual Color ABS. Planta Dual Color. Also hier ist quasi mit ABS ist hier was drauf. 3D Benchy Dual Color PLA. Fill Dual Color. Wir machen mal hier Fill Dual Color. Ich weiß nicht, was das ist. Dauert 6,5 Stunden. Klicken wir einfach mal auf Drucken. Und dann wollen wir mal gucken, was er daraus macht. Machen das Ding hier vorne einmal zu. Ich würde sagen, wir lassen den hier mal machen. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht einen kleinen Zeitraffer euch hinstellen kann. Und dann sehen wir uns, wenn das Ding hier fertig gedruckt hat. Schon mit dem Zeitraffer-Zusammenschnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe hier noch so ein paar kleine Sachen, die ich euch noch als Überbleibsel zeigen möchte und die Drucksachen zeige ich euch natürlich jetzt auch von näherem. Ich komme mal hier einfach kurz nach vorne, um euch da mal so ein paar Sachen zu zeigen. Als erstes hatten wir hier auf jeden Fall schon mal ja, dieses kleine Dingchen hier. Das war ja im Grunde genommen die Außenhülle von unserem ja, von diesem Ding hier eben. Warte, ich komme dann noch ein bisschen näher. Also müsst ihr euch das quasi im Grunde genommen so vorstellen. Ihr habt es ja im Zeitraffer gesehen. Das wurde so hier gedruckt im Grunde genommen. Das war hier so drin. Und das ist im Grunde genommen die Außenhülle dafür, damit er das quasi hier außen anfahren kann, um dann diese Außenhaut, was man jetzt hier im Grunde genommen sieht,
ne, so oder hier diese ganzen Dinger, dass die nicht auf dem Druckmodell selbst drauf sind. Und ich meine, das hat er hier bei den anderen auch gemacht, im Grunde genommen, bei den zwei Behältern, die wir gedruckt haben, da ist das im Grunde genommen genauso gemacht worden. Das kann dann natürlich hinterher in den Müll. Und bei dem, was wir selber gestaltet haben, das Schild, das Schimmer Media Schild, habe ich ja mit diesen Towern hier gearbeitet, wobei einer in Spaghetti-Monster sich verwandelt hat. Aber das kommt auch mal beim 3D-Druck vor. Und ich denke mal, dass ich da, wenn ich auch mich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetze, ein bisschen besser das Ganze noch mal ein bisschen mehr rumprobiere und so, dass man dann mit den Einstellungen etc. pp. Dann auch noch besser hinkommt und generell auch dann mit den zwei Extrudern noch, wie gesagt, bessere Ergebnisse erzielen kann. Aber ich würde schon so sagen, so fürs Erste, wenn man sich das hier mal so anguckt, ne? Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber es ist zweifarbig und doch schon relativ cool, muss ich sagen. Also ich finde hier dieses Astronautchen, ne, für den allerersten zweifarbigen 3D-Druck ist das mega cool geworden. Dann als nächstes hatte ich das Ding hier gedruckt. Das war quasi so ein Würfel. Der war allerdings, ich glaube, genau, das war als ABS-Modell. Also das war quasi auch ein Würfel, also ein Testobjekt, was schon auf der SD-Karte drauf war. Ich habe ja alle gedruckt von den Sachen, die damit drauf waren. Und das war eigentlich für ABS, hier sieht man, das ist noch so ein kleiner Fehler. Das war eigentlich für ABS gedacht und ich habe dann später, als ich dann gemerkt habe, dass das viel zu heiß von den ganzen Druckeinstellungen her war, habe ich dann on the go quasi die Temperatur runtergeschraubt, weil ja wir nicht ABS, sondern PLA gedruckt haben. Und das konnte ich aber on the go Gott sei Dank einfach ändern. Und ja, sieht auch jeden Fall cool aus, kann man ein paar Stifte reinmachen oder so. Finde ich auf jeden Fall nice. Später habe ich dann noch eine weitere Datei gefunden, die sehr ähnlich ist und man kennt es von Zelda, das andere kennen wir von Super Mario, das hier kennen wir von Zelda. Ja, man sieht halt auch hier hin und wieder mal diese weißen Einschlüsse. Ne? Guck mal, kriege ich es gerade scharf hier mal? Ne? Hier, dass da ab und zu solche weißen Einschlüsse, das kommt halt mal vor. Hier haben wir eine komplett cleane Seite, die wirklich perfekt nice aussieht. Hier auf der Seite sieht es auch relativ okay aus, hier bei dem Herz auf jeden Fall auch. Nur halt hier auf der Seite ist ein bisschen, ja, hier schön genau da auf der Seite, wo wir hier unser Instrumentchen haben, da ist natürlich ein bisschen versaut. Aber das passiert, vielleicht kann man da noch bessere Druckeinstellungen oder so finden, um das, sage ich mal, ja, dass es nicht so passiert. Aber hier auf jeden Fall, die Seite sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. So kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Auch da haben wir quasi einen kleinen Behälter. Dann habe ich natürlich auch mal mir das nicht nehmen lassen, auch ein Banshee zu drucken. Ja, schmeiße erstmal weg. Ein Banshee zu drucken. Und auch das ist okay. Also ne, vor allen Dingen auch für dadurch, dass es zweifarbig ist, hat auf jeden Fall was. Klar, auch hier wieder nicht ganz perfekt. Ihr seht es hier und da sind, oder hier hinten, ne, sieht man, wie das Weiße da so ein bisschen runterhängt. Aber im Großen und Ganzen kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, nicht über die Qualität oder so beschweren. Ich finde es, also vor allem innen drin, das Lenkrad ist auch komplett weiß. Seht ihr das? Es hat irgendwie was, so das als zweifarbiges Modell zu sehen. Es hat irgendwie was. Feiere ich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bei dem Banshee ist noch zu sagen, da war nicht irgendwie außenrum sowas, was quasi nur einmal außenrum oder irgendwie so ein Dings, sondern das war komplett eingepackt sozusagen. Also ich habe das hier quasi aufgemacht in der Mitte. Das war quasi unten, hat er so eine Startfläche und dann hat er das hier komplett außenrum gedruckt. So, und da war das Bändchen quasi drin. Ich habe das erst gedacht, so scheiße, wie kriege ich das jetzt da raus? Und habe ich halt hier irgendwie so lange gedrückt, bis das aufging. Und dann wie in so einem Überraschungsei war dann hier innen drin quasi das Banshee. Es war wirklich nur hier oben war offen. Ansonsten, ja, das wollte ich, hoppala, das wollte ich euch auch mal zeigen. Ist wie gesagt Müll, das schmeiße ich sowieso dann hinterher weg. Und ja, das hier ist dann im Grunde genommen das Schild, was ich gedruckt habe. Hier habe ich quasi innen drin, sieht man auch so ein bisschen, ist so ein Einlegeding. Das habe ich aber mit einem anderen 3D-Drucker gedruckt drüben. Ist im Grunde genommen einfach nur eine Platte und dann hier so, dass es hochgeht. Und wenn man da genau reinguckt, sieht man da so ein paar LED-Stripes drin, so ein bisschen Technik-Zeugs halt eben. Habe ich ein bisschen was zusammengelötet, was an der Seite hier zu einem Schalter führt. Und wenn ich jetzt, ist halt hier relativ hell, deswegen sieht man das nicht, aber wenn ich jetzt hier den Schalter anmache, ihr seht, geht innen drin, gehen so, ja, insgesamt 6 kleine LEDs an.
Und das wird halt hier ist eine so eine kleine 9-Volt-Batterie, kann man hier vielleicht sehen so. Und die befeuert das Ganze. Natürlich, das ist eigentlich, LEDs laufen meistens mit 12 Volt. Ich habe das aber hier quasi mit 9 Volt im Grunde genommen gemacht. Deswegen ist das auch nicht ganz so hell, wenn ich das jetzt hier so anmache. Aber wenn es jetzt dunkel wäre, ich weiß nicht, kann man das so vielleicht jetzt ein bisschen, wenn ich hier ein bisschen ausmache, kann man es ein bisschen vielleicht glimmen sehen. Jetzt ist es aus, jetzt ist es an. Ja, minimal kann man es, glaube ich, sehen. Ne, also quasi, so ist es aus, so ist es an. Aus, an. Ja, ein bisschen sieht man es, glaube ich, auf jeden Fall. Ist halt einfach so, habe ich mal gebaut. Ne? Ich mache ganz gern ab und zu mal solche kleinen Test-Sachen. Hat jetzt keinen wirklichen realen Nutzen oder Sinn. Ihr seht, die Oberfläche sieht auch nicht wirklich 100% perfekt aus. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. So für meinen ersten selbst gestalteten zweifarbigen 3D-Druck. Quasi hier außen das dann schwarz, hier das Logo dann in weiß. Und das war halt so der Gedanke dahinter, dass das Schwarz natürlich das Licht blockt und dann das Weiß halt eben die Farbe. Deswegen habe ich auch grün genommen, damit das so grün durchschimmert. Hätte ich jetzt auch in anderen Farben quasi machen können oder einstellbar oder so. Aber das habe ich im Grunde genommen, also die Elektronik innen drin sind einfach nur Reste, die von irgendwelchen anderen Projekten noch da geblieben sind. Und ich fand das auf jeden Fall ganz cool, so da mal ein bisschen mit rum zu experimentieren und ein bisschen, ja, also hier im Grunde genommen zu testen, wie das denn so ist mit so einem zweifarbigen 3D-Drucker. Meine Erfahrung damit ist auf jeden Fall durchweg positiv. Ich fand es ganz cool und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter mit rum experimentieren. Sorry, wenn ich jetzt hier hinten bin, dass es so dunkel ist. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch das Ding auch zu Deal Heroes verlinkt. Ist wie gesagt eine Community-basierte Preisvergleich-Webseite, wo ihr dann den aktuell besten Preis, der der Community bekannt ist, rausfinden werdet. Und solltet ihr selber irgendwo einen besseren Preis finden, lasst mich über das Kontaktformular von Deal Heroes wissen, damit wir quasi den besseren Preis immer direkt einpflegen können und damit jeder davon dann profitieren kann. Wie gesagt, lasst dem Video ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Habt ihr vielleicht noch andere Erfahrungen mit dem doppelfarbigen 3D-Druck oder habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps für mich? Würde ich auf jeden Fall auch ganz cool finden. Schreibt mir da gerne ein bisschen was rein. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht es mir hier weiter, solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.